darf ausgelassen war. So, nach dieser kräftigen Einseifung schabt ihn ab, nehmt ihn den ganzen Schmutz aus dem Gesicht. Bei den Ohren nicht so zaghaft, er hat ja schließlich zwei. Also auf eins kann man ja schon mal verzichten. So, wenn ihr ihn schön sauber habt, abgeschabt, so spült ihn ab, spült den ganzen Unrat aus seinem Gesicht. Und nochmal und weiter. Seid nicht so kleinlich. Nach dieser äußeren Reinigung muss er auch innerlich gereinigt werden. Setz dich, gib ihm den reinigenden Trunk. Pass auf, dass auch alles trinkt. Er muss trinken. Es ist gesund. Es gibt Manneskraft. So, aus dem fernen Westen, aus Radekow, bist du nach Mescherin gezogen. Du hast sofort aktiv am Mescheriner Dorf- und Vereinsleben teilgenommen. Eine Bereicherung für Mescherin. Was hat dich dazu bewogen? Ich bin schon 40 Jahre lang in Mescherin und habe mich jetzt doch entschieden, hier meinen Alterswohnsitz zu errichten. Also das war's. Ich bin eigentlich schon Urmescheriner. Das ist wohl wahr, aber warum diese enorme Aktivität?